Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier ist euer M3D, bei der Herobrine Mod. Und ich schreibe aktuell meine Hausarbeit und bin komplett durch im Kopf. Also, wenn ich heute nur Scheiße laber, wie sonst auch eigentlich, dann tut es mir jetzt schon leid. Ich habe auch keine Ahnung, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Ich nehme auch die heutige Folge für heute auf. Absolut spannend auf jeden Fall. Und ich will mal gerade was ausprobieren. Und zwar, wenn ich das direkt nach oben frachtiere. Warte mal. Die Ketten will ich ja natürlich nicht kaputt machen. Aber theoretisch gesehen müsste es doch gehen, oder? Dass ich hier so mache und dann hätte mir doch einen direkten Gang nach oben, oder? Ich habe ein bisschen Schiss, das auszuprobieren, aber es reizt mich schon. Ja, geil, hat funktioniert, oder? Okay, ja, dann haben wir es eigentlich richtig einfach. Also, ne, relativ gesehen. Oh, Hilfe. Aber wir gucken mal. Eigentlich wollte ich irgendwas machen, was nicht so aufwendig ist für den Kopf. Deswegen mal gucken, ne? So. Schon besser. Machen wir es auch richtig? Ja, ne? Okay. Oh, das wird schon absolut geil, Mann, wie das aussieht, ne? Also, ich bin da echt gehypt gerade. Warte, dann machen wir das auch nochmal weg. Das ist ja eine Spitzhacke, die ruhig kaputt gehen darf. Okay. Das muss auch eigentlich in der Theorie weg. Warte. So. Ja. Nee, warte. Och. Was machst du denn? Gib dir mal ein bisschen Mühe, Mensch. Ah ja. Jetzt haben wir eine bessere Position. Und. Absolut geil, wie schnell wir das machen können. Normalerweise würde sowas mal locker, keine Ahnung, 20 Minuten dauern, die ganze Sache hier wegzukloppen. Aber es ist geil. Das ist absolut geil. Das gefällt mir. Das hat schon ein bisschen Stil irgendwo, das so zu machen, oder? Warte, wir machen hier weiter. Ist es richtig? Lieber zweimal kontrollieren, als einmal Scheiße bauen. Ja, man kennt's. Vor allem, wenn ich das hier mache. Es ist so geil, Mann. Das macht's halt irgendwie noch prachtvoller, ne? Es muss halt noch ausgeleuchtet werden. Da könnten wir zum Beispiel diese Pilzdinger benutzen. Dass die hier so am Rand aussehen, so, ne? Wie so... Ja, so ein spezieller Fahrstuhl. Voll schick, Mann. Voll schick. Ah, ich glaube, das ist echt, ja, schon was Besonderes, so. Ja, warte, machen wir hier nochmal weiter. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Was nicht kaputt gemacht werden darf. So. Hier hoch ging... Ach, toll, jetzt ist der Erz, weißt du? Jetzt hat er es abgebrochen. Du Sau! Egal. Wir machen hier weiter. Und flupp. Och. Ach, aber der macht es dahinter weiter. Das ist ja spannend. Keine Ahnung, haben wir bestimmt schon mal gesehen, aber ich habe nicht drauf geachtet. Oh, hier muss ich jetzt aufpassen, weil wenn ich jetzt hier so mache, haue ich mir die Ketten mit ab. Und das wollen wir ja nicht, ne? Ja. Oh mein Gott, ja. Es ist einfach the dream schlechthin, ne? So, was machen wir denn jetzt hier? Welche Richtung wäre da am klügsten? Glaubt die hier? Ja. Geil, 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 geil. Inventar ist zugeknallt, aber das ist ja nichts Neues. Wartet. Boah, Alter. Die Reflexion ist jetzt ein bisschen gemein, aber ich glaube, es ist richtig. Ja! Jetzt hier rüber. Ah. Ja. Aber mir wurde übrigens mal gesagt, wenn ich hier sneaken würde auf diesen komischen Stein hier, auf diesen Blöcken, dann würde ich keinen Schaden kriegen. Alter, das geht, ne? So kriege ich Schaden und so nicht. Wie dumm. Ja, absolut geil. Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es wirklich funktioniert. Ah, okay. Wow, geil, geil, geil. Ich glaube, mit den großen Ketten arbeiten wir viel mehr. Also müssten wir schon mal ein bisschen was noch machen. Warte mal, die machen wir mal... Ja, einfach hier unten hin. Ne? Wir haben ja noch genug. Das ist geil. Das ist schön. Ansonsten kann der ganze Kram hier auch mal weg. So. Ja. Das sieht doch schon mal ganz schnieke aus. Das lassen wir doch mal hier unten. Schaden kann es auch nicht. Das machen wir hier rein. War das nicht hier? Ach, keine Ahnung. Ah, warte. Hier. Machen wir hier den ganzen Müll rein. Ja, was wollen wir machen, Freunde? Also am einfachsten für den Kopf ist auf jeden Fall dumm rumlaufen und einfach gar nichts machen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen langweilig. Was wir machen könnten und sollten, ist... Oh, ich bin auch so blöd. Ich muss hier rüber. Ja! Ist, glaube ich, mal die Sachen reparieren. Weil 2% auf den Schuhen
15% auf die Beine und 41% auf die Kopfbrusthelm schießt mich tot. Ist ein bisschen mager, verstehst du? Das können wir nicht machen. Und der Bambus ist irgendwie leider umsonst angepflanzt worden. Naja. Warte mal. Kann ich das eigentlich so kombinieren? Also klar kann ich das weiß ich ja. Haltbarkeit 2, Schutz. Nur ob es halt stärker wird, ist die Frage. Oh. Oh, es würde funktionieren, ne? Geil, 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 geil. Aber es ist halt zu hoch im Level. Der ist natürlich ein bisschen traurig, du. Dann machen wir das so. Wir haben ja Diamantos, ne? Und guck mal, dass wir das... Ja, machen wir lieber die Schuhe zuerst, weil wenn die kaputt gehen, das ist traurig. So. Flup. Ja, komplett Reparatur. Normalerweise müsste man sie auch direkt weiter verzaubern. Oder zu Neverride verwandeln, ne? Boah, wollen wir Neverride Farm gehen? Was? Ich habe nur so wenig Level. Was? Dann halt so. Muss reichen. Ja, schon viel besser. Der Helm ist zwar jetzt immer noch ein bisschen futschi-futsch, aber ist nicht so wichtig. Ist nicht so schlimm jetzt. Boah, Alter. Ne? Ich habe ein Truhenproblem. Hey, Freunde, hast du mal eine Truhe für mich, du? Ich brauche eine Truhe, ganz schnell. Ich hab echt ein Truhenproblem. Ich bin ein Junkie, was Truhen betrifft. Geil. Gut, weiter gut genug hier rumgepimmelt. Sehr, sehr geil. Schöner Berg. Ja, da habe ich Bock drauf. Was machen wir? Ich habe auf so vieles Bock, ne? Ich würde ja am liebsten in diese andere Gegend reisen. Wir haben ja hier irgendwo diese andere Karte, aber das ist wieder so riskant und dann sterben und dann, ach nee. Wer weiß auch, wie weit weg das ist. Das ist halt immer das Problem. Wo war das jetzt überhaupt? Apropos, man hat mir gesagt, ich soll mal einen Dingsbums zähmen. Und zwar ein Känguru. Weiß der Geier, wie man das macht. Wir haben bestimmt irgendwo ein Buch dafür, aber keine Ahnung wo. Man kennt's. Das sieht auch so geil aus übrigens, dieser Holzblock. Ha, gerettet, Junge. Easy. Ach komm, wir machen das Lager, oder? Scheiß drauf. So, das Lager ist... Denke ich mal, die beste Idee. Dann nehmen wir nochmal... Nee, Spitzhacken haben wir noch ein paar dabei, oder? Ich habe gar keinen Rucksack angelegt, natürlich. Ja, aber Behutsamkeit dürfen wir nicht benutzen. Aha. Die müssten wir eigentlich reparieren. Die legen wir mal ganz schnell weg. Och. Och. So. Die können wir benutzen. Wobei Glück halt auch nicht so gut ist eigentlich. Das aufzuwerten, zu verschwenden. Aber egal. Aber hier drin haben wir, glaube ich, noch eine Spitzhacke, die wir verwenden können. Nö. Oh Gott. Der Typ hat so viel und einfach gar nichts, ne? Man kennt's. Aber wir müssten echt einfach mal an einem Lager arbeiten. Problem ist halt nur... Warte mal. Da läuft doch was schief, oder? Was ist denn hier das Problem, Kollege? Hä? Was ist das? Ich hol mal Holz. Ach Quatsch, Holz. Ich hol mal Erde. Ja, seht ihr, ich bin im Kopf komplett durch, Mann. Einfach nur 1000 Begriffe im Kopf. Aber ja. Ja, darüber kann ich eigentlich auch mal ein bisschen labern, ne? Über mein Thema zum Beispiel. Armut bei Kindern, das ist aktuell. Und wie sie halt benachteiligt werden in der Schule zum Beispiel. Sehr interessantes Thema, aber auch sehr, sehr ja, traurig und frustriert, möchte ich fast schon sagen, weil es halt einfach, ja, ist scheiße, ne? Muss man leider so ausdrücken. Und ja. Ja, darüber schreibe ich halt gerade und bin eigentlich schon ziemlich vorangeschritten, aber... Ah, der Kopf ist halt immer so zu, ne? Man macht sich immer mehr Sorgen, als es eigentlich nötig wären. Dementsprechend läuft das halt ein bisschen kritischer. Aber ja, soll ich da irgendwas drüber erzählen? Ja, die Statistik zeigt halt, dass Kinder, die halt von Eltern betroffen, also von armutsbetroffenen Eltern, halt auch negativ betroffen sind. Aber ich sag mal so, die meisten, die damit sich auskennen, so, oder auch davon betroffen sind, die wissen's ja, ne? Die spüren's am eigenen Leib, das ist ja kein Geheimnis irgendwo. Da Wasser drin? Da darf kein Wasser drin sein. Das wird, glaube ich, auch hier unten scheiße aussehen, oder? Warte mal, jetzt bin ich absolut verwirrt. Habe ich mal die ganze Statistik ein paar Sekunden zusammengefasst. Easy, ne? Aha. Warum macht er das? Das verstehe ich nicht ganz, ehrlich gesagt. Das... Warte mal, das heißt... Oh, komm hoch. Muss ich nochmal gerade ganz kurz gucken. Irgendwas läuft hier komplett schief. Ah, hier geht's schief. Okay. Kann ich da
Kann ich nicht. Ich will einen Block hinsetzen, aber er lässt mich nicht. Aber hier könnte ich. Hä? Moment. Reicht das immer noch nicht? Eieieiei. Wenn ich das jetzt hier oben wegmache, ist das dann in Ordnung? Ja, teilweise, ne? Wir haben halt das Problem, dass er jetzt in der Kette drin Wasser hat. Warum auch immer. Warte mal, das lasse ich mal da, den Block. Mach den mal hier weiter. So. Ich werde jetzt einfach mal dafür die Erde, ist ja komplett egal. Und darum kümmern wir uns dann einfach andermal. Mein Gott. Gibt Schlimmeres. Aber es geht komplett bis runter, ne? Holla die Waldfee, das ist nicht geil. Bleibt es denn überhaupt weg, wenn ich das jetzt mit der Schaufel einfach so wegprügeln würde? Weil das darf ich ja jetzt komplett wegmachen. Moment. So. Okay, es ist bis dahin. Ja, okay, dann ist es eigentlich fein. Also wenn es jetzt in der Kette drin ist, würde es mich jetzt nicht so stören. Auch wenn es ein bisschen schade ist natürlich. Aber, naja. Gibt Schlimmeres, Freunde. Gibt Schlimmeres. So, machen wir mal irgendwas Krasses. Ja, Lager. Da ist halt immer noch die Frage, wie bauen wir das Lager auf? Ne? Soll es halt wirklich... warte mal, hier können wir auch mal gerade einen Weg durchführen lassen, ne? Ja, warte, das würde ich ganz kurz mal machen, mit der Erde auffüllen und so. Aber nochmal zurück zum Lager. Da stellt sich halt die Frage, wie wir es machen sollen. Ob es halt wirklich ein automatisches Lager ist. Das heißt, wir haben eine Kiste und schmeißen da alles rein und dann geht es automatisch ins Lager. Das wäre natürlich am allergeilsten, muss man sagen. Da muss man doch mal gucken, wie das genau funktioniert. Die andere Methode wäre halt, dass wir einfach ein stinknormales Lager machen. Und einfach jeden Scheiß da selber reinknallen. Das wäre halt ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, ne? Also den Punkt sehe ich ein irgendwo. Und ich glaube, bei einem automatischen Lager hätten wir auch ein bisschen mehr davon. Weil wir brauchen dann zwar dafür länger. Aber im Nachhinein sparen wir halt so unendlich viel Zeit, wenn wir einfach alles in die Kiste schmeißen können. Und es wird automatisch sortiert. Also Bock hätte ich da schon zu, ehrlich gesagt. Wir bräuchten so viele Materialien. Oh mein Gott. Ne? Also wenn man mal überlegt, was wir alleine an Trichtern brauchen würden, das heißt jede Menge Holz. Gut, ist nicht so schlimm, wegen unserer Mod halt, ne? Aber, ja, jede Menge Eisen brauchen wir. Das ist schon ein bisschen schlimmer. Da bräuchten wir eine Eisenfarm. Oh, ja. Ich glaube, da sehe ich uns auch irgendwo. Also als erstes bei einer automatischen Eisenfarm. Weil dann haben wir unendlich Eisen und das ist geil. Das willst du haben, verstehst du? Die ist eigentlich auch nicht so schwer zu bauen, nur halt ein bisschen kompliziert wegen den Gleisen und so. Da halt einen Zombie hochzubekommen, aber ansonsten müsste es eigentlich gut klappen, oder? Ich glaube, die kann ich sogar aus dem Kopf heraus basteln. Also ich bin ein Genie, verstehst du? Gut. Wurde das auch mal geklärt. Ah. Ich glaube, dass ich nochmal ein bisschen hier Abfälligkeiten will, kann man das so sagen? Nein, eigentlich nicht. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ist ja einfach alles geflutet. Ach, das ist auf der anderen Seite genauso. Ach, okay. Ist mir doch scheißegal. Jetzt halt die Frage, ob das immer so ist, wenn man sich außen einloggt, ne? Weil wenn ja, haben wir ein Problem. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Und am liebsten hätte ich die automatische Eisenfarm ja hier, ne? Aber das stellt uns halt noch viel mehr vor Probleme. Warte mal, ich glaube, ich will diese Höhe hier halten. Ja. Ja, da sehe ich mich. Absolut. Warte, das machen wir natürlich nochmal schön breit. Hey, du bist voll breit, Mann. Mach so viele dumme Kifferwitze, dabei kiffe ich nicht mehr, aber egal. Ah ja, da muss man da aber ein bisschen mitziehen jetzt hier. So, das machen wir auch nochmal so weg. Dass es ein bisschen schöner aussieht, aber das ist jetzt gerade noch nicht möglich, weil wir hier noch eingeschränkt sind. So wie ich halt im Geiste und im Kopf ein bisschen eingeschränkt bin. Ja. So schlimm. Muss jetzt nicht perfekt aussehen, aber es ist jetzt erstmal okay. Okay ist aber auch das Maximale am Begriff, was man hier benutzen darf, ehrlich gesagt. Machen wir das hier auch nochmal ein bisschen breiter. Ja. Geil. Okay. Darum kümmern wir uns auch nochmal, wenn es so weit ist, ne? Das sage ich immer am liebsten. Mein absoluter Lieblingssatz.
Darum kümmere ich mich noch. Ach, darum kümmere ich mich auch noch. Ach, darum kümmern wir uns auch noch. Ah, später, Freunde, später. Mach doch keinen Stress jetzt. Alles später. Wobei es noch ein bisschen zu hoch ist, ne? Wobei man auch dazu sagen muss, wir müssen ja nicht da immer runtergehen und können ja auch schon von hier zum Beispiel den Fahrstuhl benutzen. Ja, das würde doch schon mal funktionieren eigentlich, ne? Also ein bisschen größer ist auf jeden Fall schon mal gut, ne? Ihr wisst ja, Größe zählt. Alles andere ist komplett egal. So. Gut, gut, gut. Ja, ist halt die Frage, ne? Wir haben hier Dorfbewohner in der Nähe. Eigentlich nicht mal wenige. Wir haben jede Menge Gleise. Wir könnten die hierher holen und züchten, ne? Also in der Theorie müsste es möglich sein. Machen wir nochmal einen Weg da unten hin. So. Da ist auch wieder hochkommen, verschließt du. So, schwupp. Easy. Ja, das kann man auch eigentlich ein bisschen niedriger lassen. Aber machen wir es ruhig ein bisschen gerade. Ist schon fein, Mann. Ja, aber wie gesagt, wir haben eigentlich genug Gleise. Wir schlafen erstmal. Und dann müssten wir doch nur einen Weg legen, um die einzusperren. Also es klingt jetzt in der Theorie nicht so schwer. Huch, Hilfe, wo bin ich? Die Frage ist halt einfach nur, wie machen wir das? Wo machen wir die Dorfbewohner speziell hin? Also, hier oben könnte es ein bisschen knapp werden, ne, weil hier wohne ich mit meinem Fettarsch, das wird leider nichts. Ja, machen wir stattdessen. Stattdessen könnten wir hier runtergehen. Es ist ein komplettes Chaos, was hier ist, ne? Aber es ist normal. Das gehört sich so. Ne, wir könnten aber hier hingehen und könnten hier in der Theorie eine Dorfbewohnerfarm hinrotzen. Ja, klingt doch eigentlich schnieke, oder? Lass mal mit dem Wasserfall hier zu. Los! Ich bin so schnell. Und schnell wieder runter. Ja, das hat gut funktioniert. Brauchen die Wasser? Ja, eigentlich nicht, ne? Komm, geh mal hoch, Junge. Los, schwimm. Ja. Wieso schwimmt der jetzt hier nicht so schnell? Manno. Da habe ich ein bisschen mehr erhofft. Ach, warte mal, ist das... Es ist tatsächlich das hier. Ich kack ab. Wow. Nein, warte, nimm mich mit. Nein, warte. Ah. Okay, gut. Das hat ja schon mal funktioniert, aber ich würde einfach dann sagen, dann probieren wir das wirklich hier mit den Dorfbewohnern. Das Ding macht ja eh keinen Sinn, das wollen wir eh nochmal irgendwo weghauen. Irgendwo anders hin halt. Ja, und dann gucken wir mal, ne? Gut, meine Freunde, da würde ich einfach mal sagen, dann gehen wir das in der nächsten Folge an. Tschüss!